Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Wir sind zurück bei Reigns und wir haben hier ein neues Zeichen hier in unserer Zeitleiste und das kommt auch genau mit dem Datum hin, das uns die Hexe gesagt hat und dieses Zeichen steht dementsprechend auf Position 3 und damit haben wir die ersten vier Zeichen in der richtigen Reihenfolge. Dann folgen noch zwei weitere, 14.32 und 16.69 werden sie uns gesagt. Und man könnte aber vielleicht schon mal in einem guten Moment es wagen, dort runter zu gehen, weil wenn das stimmt, dass wir die ersten vier Türen kennen, dann könnte man die letzten ja auch irgendwie raten. Na gut, versuchen wir mal mit Heinrich weiterzumachen. So richtig sind wir eigentlich mit unseren Aufgaben nicht vorangekommen. Na gut, die Wikinger greifen uns an, wir müssen unser Königreich im Norden verteidigen. Greifen wir sie an, wir verteidigen das Land. Auf jeden Fall. Ich möchte die Basilika mit einem... Ich möchte die Basilika mit einem großen Fresko voller Allegorien eurer königlichen Tugend schmücken. Das wird uns wahrscheinlich bei allen drei Gruppen was Gutes bringen. Viel Geld kosten, aber wir machen es mal. Oh ja. Wir haben von einer jungen Prinzessin gehört, die gegen ihren Willen in Burg Dunkelfels festgehalten wird. Oh, auch das kennen wir schon. Wir machen das wieder auf bekannte Art und Weise. Mein Pferd. Ja, wir reiten dorthin, der Drache ist wieder da, wir sind wegen der Maid da und wir nehmen sie. Aber... Okay, das kennen wir schon und Madame Selvig ist es. Mein Held, ja, hier bin ich. Aha. Seid ihr zurück, Herr? Hat euch unser kleines Amt... Der Drache war nicht billig, ja, richtig. Verdammt, wir müssen das ja bezahlen. Ja, es hat uns gefallen. Porträt malen, kommt... gar nicht in die Tüte. Wir sind arm wie eine Kirchenmaus. Ein Fremder... ja, jedes Mal vergesse ich es. Ja, ich glaube, wir machen mal Nein. Und das war irgendwie so unlogisch, ne? Also Nein erhöht, glaube ich, dann das Geld. Jawohl. Ihr macht einen Fehler. Jetzt möchte der Händler euch kennenlernen. Okay. Nur her damit. Überrascht, in meinem Land sind Frauen keine geistlosen Schnecken, so wie an eurem Hof. Prinzessin Mushtari, ihr seid die Händlerin, muss man ja jetzt sagen. Was für eine schöne Überraschung. Willkommen. Sehr schön. Wir sollten immer den Migranten von den Inseln die Schuld für alles geben, was im Königreich schief läuft. Ach nö. So, wir haben eine ganz ausgeglichene Situation, das gefällt mir. Getreide ist derzeit sehr billig, Majestät, ihr solltet den Brotpreis anheben. Ich denke, leicht anheben ist in Ordnung. Gerüchten zufolge wandelt ein neuer Prophet auf Erden? Gut möglich, wer ist es? Bruders von Coterbury? Erinnert ihr euch an mich? Ich bin erneut auferstanden. Irgendwie erinnern wir uns nicht. Na gut, es liegen auch schon wieder ein paar Tode zwischen den Ereignissen. Wir beglückwünschen ihn mal. Jetzt kommt wieder der Homunculus. Wie würdet ihr die Regung eurer Seele beschreiben? Ich denke, als vernünftig und wechselhaft. In einem entlegenen Dorf lehrt man die Kinder der Männer des Königs anzuspucken. Ja, wir statuieren ein Exempel. Sehr gut. Sieg, die Wikinger sind geschlagen. Sollen wir alle Gefangenen töten? Oder sie gehen lassen. Ach du Schreck. Yes, der Kühne. Komm, keine Gnade. Die Armee wird immer mächtiger, das Volk auch. Die Baronien des Ostens führen wieder Krieg und ihre Bevölkerung kommt scharenweise zu uns. Wir heißen sie willkommen. Ja. Die Baronien des Ostens formieren sich unter dem Banner eines schrecklichen Kriegsherrn. Entsendet die Armee. Natürlich machen wir das. Sehr gut. Oh, den kennen wir noch gar nicht, oder? Woldruff der Weltenbann. Ich verfluche euch für das Massaker an meinen Soldaten. Ist das ein Wikinger? Oh Gott. Ihr seid jetzt mein Sklave. Irgendwie war das nicht so gut. Ich kann rote Ameisen ins Bett der östlichen Baronien locken. Eure Entscheidung. Wir machen mal ja. Der Tückische erfindet die moderne Politik hervorragend. Ihr versetzt die Baronien des Ostens in einen Zustand des Aufruhrs und desorganisierter Macht. Heinrich der Tückische, wir haben endlich mal wieder was erreicht. Endlich. Gut, jetzt kann gar nichts mehr schiefgehen.
Das Königreich im Süden behauptet, ihr werdet mit ihrer Prinzessin verlobt. Lehnt ihr ab, könnte es Krieg geben. Ist in Ordnung, wir sind verlobt. Ihr seid so klug, Majestät, ihr seid uns allen ein Beispiel. Ja, so ist es. Ich habe mir eine Bitte. Würdet ihr mir die große gebirgige Gegend an der Ostgrenze als Lehen geben? Nein, würden wir nicht. Wir sollten das Königreich im Süden angreifen. Es wird mit jedem Tag stärker. Jawohl, das machen wir. Ein dicker Kerl mit falschem Bart und rotem Mantel. Es ist wieder der Henker. Natürlich. Wir lassen ihn wieder ein bisschen bezahlen dafür. Wir kennen das schon. Kann mich schlecht selbst hinrichten, oder? Also mache ich einfach weiter. Ja, genau, mache einfach weiter. So, wir möchten für die Bildung des Volkes sorgen und eine Schule errichten. Das ist eine hervorragende Idee. Wir haben das Geld. Ich dachte, jetzt bekomme ich auch was. Ratten lassen Gerüchte über die Schule grassieren. Ich habe einen Informanten. Soll ich ihn befragen? Oh, was ist das denn? Ja, komm, jetzt bin ich aber wirklich mal interessiert. Ja. Oh, das ist beschämend. Verwickelt sind die Rektorin, Schwester Godiva. Ja, was noch? Und William, der Vollstrecker, euer Henker. Wollen wir das ausnutzen? Aber wozu? Was treiben die dort? Ich möchte eine Messe zum Andenken an euren Vater lesen. Ja, bitte. Ihr scheint vergessen zu haben, dass man Erdbeeren züchtet. Seltsam. Lasst mich dem nachgehen. Was geht denn hier los? Der will immer nicht mehr Henker sein. Jetzt will er Erdbeeren züchten. Erst die Hinrichtung. Wir sollten Wallfahrten zum Grab des heiligen Amant einführen. Wollen wir das? Nein, lieber nicht. Letzte Nacht. Merkwürdige Geräusche. Ja, los, lasst sie patrouillieren. Oh, das war nicht so gut. Majestät, wir sollten uns am Burgfenster zeigen. Das Volk möchte uns zusammen sehen. Wollen wir das machen? Nee, Königin Laurentia, irgendwie seid ihr mir nicht tückisch genug. Die Baronin des Ostens greifen wir an. Wir können nur siegen, wenn wir Soldaten verpflichten. Ja, davon haben wir genug. Sehr schön. Euer Volk ist euch doch gleichgültig. Ja, ist es. Haha! Und das ist alles. Mehr habt ihr zu dem Thema nicht zu sagen? Sind Staatsangelegenheiten, my lady. Ich möchte neue Forschung. Unterstützen wir das? Nein, leider nicht. Ich habe die Kirche überzeugt, in Kinderarbeit zu investieren. Seid ihr dabei? Lord Parker. Sind wir dabei? Wir sind auf jeden Fall dabei. Wir sind Heinrich der Tückische. Und das ist genau in unserem Sinne. Wir brauchen Geld, wir brauchen die Kirche und ihr helft uns. Sehr gut. Eine Frau liebt insgeheim einen anderen. Ja, das passiert nun mal, Pastorius. Interessiert mich eigentlich nicht. Ihr lügt. Mein Liebster, ich möchte ein Turnier ausrichten. Wir haben die Kohle nicht. Nur über meine Leiche. Oh Gott. Braucht ihr ein Darlehen, Majestät? 8000 Goldstücke zu 5% Zinsen. Nee, brauchen wir nicht. Ist das Glück eures Volkes ein vernünftiges Ziel? Wollen wir jetzt das Volk uns wohlgesonnen machen oder den Rest ein bisschen? Kommt drauf an, sagen wir mal. Okay. Ich mache einen Spaziergang im Garten. Möchtet ihr mich begleiten? Ja, gern. Okay. Fräulein Birmi bringt euch in den Garten. Sie wirkt unruhig und nervös und spricht leise. Die Königin hasst mich. Wir kennen das. Ja, das ist wohl meine Schuld. So, ihr gesteht Fräulein Birmi eure inständige Liebe, die der Königin nicht entgangen sein kann. Und jetzt tickt das, glaube ich, wieder hoch und das runter. Jetzt wird's... Nee. Oh, Majestät, was soll ich darauf nur sagen? Ihr liebt mich auch. Ja, das ist jetzt die Geschichte. Lieber nichts. Bitte lieber nichts sagen. Sonst wird's stressig, Leute. Fräulein Birmin sieht euch unglaublich an und geht dann. Gott sei Dank, wir sind die losgeworden. Wir haben unsere Liebe gestanden und das reicht auch. Denn was ist denn größere Liebe als unerfüllte Liebe, oder? Die ist zumindest ewig. So. Ah, Brodus von Coterbury. Er ist zurück, oder? Jetzt erinnere ich mich auch irgendwie an diese... Ich werde euren Händlern den Weg der Rechtschaffenheit zeigen. Seht. Wollen wir das wirklich sehen? Wir müssen bezahlen, das geht runter, damit er nichts tut.
Und hier geht es runter, wenn wir jetzt Ja sagen? Komm, dann bezahlen wir lieber. Bitte nicht. Ich kann zahlen. Bloß nicht. Brodus von Coterbury geht grübelnd, aber mit eurem Geld. Gott sei Dank, der ist weg. Der bringt doch nur Chaos. Boon! Beim Graben nach Geld, Gold fand mir eine seltsame Gruft. Geisterhafte Stimmen und üble Gerüche machen uns Angst. So, Leute, das Problem ist, dass wir jetzt hier ziemlich weit unten mit allen Dingen sind. Aber ich bin neugierig. Komm, wollen wir mal unsere... Wir haben jetzt schon 36 Jahre hinter uns. Wir sind der Tückische. Ich finde, wir könnten mal wieder darunter steigen. Und jetzt Dreieck, zwei Kreise verbunden mit einem Strich, ein Kreis und so weiter. Ich sehe es ja hier vor mir. Mal gucken, ob das stimmt. Ich werde hingehen. So, Ender the Pungeon. Okay, nein, erst kommt dieses blöde Skelett. Verdammt. Verdammt. Ich dachte, ich sehe endlich mal gleich die Türen. So, abgesehen von Victor bin ich hier immer allein. Ich kann auch bleiben. Okay, ich bin eine langweilige Leiche gefangen in einem blöden Labyrinth. Jetzt machen wir den wütenden Eber. Jawohl. Okay, jetzt geht's weiter. Listiger Wiesel. So, das passt nicht so richtig. Wir versuchen es. Hier haben wir das Ding. Dann haben wir hier links, ja, umkehren. Es funktioniert nicht, Leute. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Irgendwas stimmt nicht. Wir kamen schon gleich in die Sackgasse. Irgendwas habe ich missgedeutet. Das ist ja frustrierend. Soll mir recht sein. Und das war nun auch das Ende. Oh, 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 ihr verblutet auf dem dreckigen Boden des Verlieses. So weit zu diesem traurigen Versuch. 36 Jahre regiert immerhin und er war Heinrich der Tückische. Auch das ist ein Erfolg zu nennen. Und wir haben, glaube ich, einen neuen Charakter getroffen. Wer war es denn jetzt? Gehen wir mal kurz runter. Ich habe den schon wieder vergessen. Der Barbar, genau, den hatten wir, glaube ich, noch nicht. Und einer fehlt jetzt noch. Und 30 von 40 erfüllten Zielen. Immerhin 415 entdeckte Karten. Okay, Leute. Wir sehen uns wieder bei Balduin. Schon wieder ein Balduin. Muss ich erstmal nachzählen. Ist es der vierte, der fünfte? Ich weiß es nicht. Also, bis bald. Wie immer lasse ich ein bisschen weiterlaufen, damit die Zeit des Videos, die Dauer des Videos nicht spoilert, wann ein König stirbt. Ihr könnt abschalten. Macht's gut, euer Steinwallen.
Das Karussell Jardin de Luxembourg. Mit einem Dach und seinem Schatten dreht sich eine kleine Weile der Bestand von bunten Pferden, alle aus dem Land, das lange zögert, ehe es untergeht. Zwar manche sind an Wagen angespannt, doch alle haben Mut in ihren Mienen, ein böser roter Löwe geht mit ihnen und dann und wann ein weißer Elefant. Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald, nur dass er einen Sattel trägt und drüber ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt. Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge und hält sich mit der kleinen heißen Hand, dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge. Und dann und wann ein weißer Elefant. Und auf den Pferden kommen sie vorüber, auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge fast schon entwachsen. Mitten in dem Schwunge schauen sie auf, irgendwohin, herüber. Und dann und wann ein weißer Elefant. Und das geht hin und eilt sich, dass es endet, und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel. Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet, ein kleines, kaum begonnenes Profil. Und manches Mal ein Lächeln hergewendet, ein seliges, das blendet und verschwendet an dieses atemlose, blinde Spiel. Rainer Maria Rilke.